Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier wieder auf Thirsty's World. Ich habe mir eine Gaming-Maus geholt und zwar eine von Sharkoon Draconia Black Maus. Hier, das ist sie. Da, das ist sie. Man kann hier die Farben einstellen sogar. Hier mit dem Grün. Das müsste jetzt Gelb oder so sein. Blau. Das war jetzt Grün. Genau. Das war dann so Gelb. Genau. Das ist blau. Also die ist wirklich eine wirklich exzellente Maus. Das ist von unten. Hier ist, Entschuldigung, hier ist auch noch eine Taste. Ist auch noch eine Taste. Hier sind verschiedene Einstellmöglichkeiten, DPI einstellen. Das einzige Problem an der Maus ist der Treiber, also der Maustreiber. Das ist nicht so besonders. Das muss ich sagen. Der Maustreiber ist zwar sehr gut, aber, also das war jetzt falsch ausgedrückt, der ist nichts Besonderes, der Maustreiber ist sehr gut, aber das Problem ist, er lässt sich auf Windows 8.1 nicht installieren. Also jedenfalls auf meinem System funktioniert es nicht. Ich habe es also mit allem versucht. Ich habe auch den Systemtreiber runtergeschmissen. Ich habe ich habe es als Administrator versucht. Ich habe sogar das Viren, den Virenscanner ausgemacht und gesagt, so, jetzt installiere mal, aber es bringt einfach nichts. Ich vermute, es liegt einfach an Windows 8.1. Keine Ahnung. Ich werde dann nochmal hier an den Support schreiben und mal sehen, was kommt. Also wie gesagt, die Maus ist, also sie liegt in der Hand, ist ein Traum. Ist ein absoluter Traum. Ist wirklich absolut, und für 35 Euro kannst du nichts zu sagen. Also das ist eine Spitzenmaus. Das ist ergonomisch gesehen absolut Wahnsinn. Ja, und die hat auch noch Gewichte hier unten. Jetzt habe ich das. Warte, ich zeige es euch nochmal von unten. Moment. Hier seht ihr diese Klappe. Da sind die Gewichte drin. Ne? Das heißt, die kann man dann noch so richtig ausbalancieren, wie man es haben will. Und was für mich sehr wichtig war, es ist keine schnurlose Maus. Ich bin also bei Schnurlosen, habe ich so meine negativen Erfahrungen gesammelt mit schnurlosen Mäusen, auch schnurlosen Tastaturen. Deswegen bin ich der Meinung, also Tastatur mit Schnur ist schon besser. Das ist schon sicherer, muss ich so sagen. So, ich hoffe, es gefällt euch oder es hat euch gefallen und mal sehen, wie es weitergeht.